euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorhin hat jemand bei mir an der Haustür geklingelt und diese mysteriöse Box da gelassen. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Box drin ist und ich dachte mir, ich mache ein Video darüber, wie ich diese Box hier öffne und gucke, was in dieser Box hier drin ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich öffne jetzt die mysteriöse Box. Die mysteriöse Box, die vor meiner Haustür lag. So, die mysteriöse Box, die vor meiner Haustür lag, ist offen. Und so sieht der Inhalt aus. So. Das Papier hier habe ich jetzt entfernt. Da scheint irgendwie so ein Zettel drin zu sein, aber das werde ich erst später, nachdem ich dieses Video beendet habe, erst mir alles lesen. Kann sein, dass da ein bisschen was Privates drin steht oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer mir diese Box hier vor meiner Haustür abgestellt hat. Und von daher weiß ich nicht, ob da vielleicht irgendwas zu Privates drin steht, was nicht in diesem Video gehört. Oder ob das einfach nur eine normale Fanpost war. Wie gesagt, ihr habt keine Ahnung, was es mit dieser mysteriösen Box auf sich hat. So. Aber ich zeige euch jetzt den Inhalt, nachdem ich das Papier entfernt habe. So sieht der Inhalt dieser mysteriösen Box aus. So. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles irgendwie erkennen. Und jetzt werde ich euch zeigen, was da so alles drin ist. Einzeln. Also hier hätten wir erstmal eine Packung Marzipankartoffeln. Hier sind Dominosteine. Hier hätten wir eine Packung Nussmix. Dann ist hier noch eine Packung Butterspekulatius drin. Hier ist noch eine Packung Kaffee drin. Dann ist hier noch, was ist das hier? Ah, das hier sind Stollen. Hier ist noch eine Alpenmilchschokolade von Ritter Sport drinne. Und zum Schluss ist in dieser mysteriösen Box, die vor meiner Haustür lag, ein Magnolie-Duschgel drinne. Das war der Inhalt dieser mysteriösen Box, die vor meiner Haustür lag. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.